Keksbestellung für einen Gamer. Diese Kekse sollen quasi ein Liebesbeweis sein für jemanden, der gerne zockt. Mir ist direkt am Anfang ein Denkfehler unterlaufen. Und zwar brauche ich dieses Herz für das Motiv, was ihr später noch seht, in 3 Teilen. Ich habe es aber vergessen, vor dem Backen zu schneiden. Hab's versucht, im Nachhinein noch zu retten. Ging nach hinten los, aber kein Problem. Ich habe das Ganze dann einfach nochmal richtig wiederholt. Wie auch immer, ich habe die 3 einzelnen Teile dann allererst umrandet und nacheinander mit dem Icing ausgefüllt. Anhand der Farben könnten die ein oder anderen vielleicht schon erkennen, um welche Konsole es geht. Dieses Motiv könnte tatsächlich auch wunderbar als Valentinstagsmotiv herhalten. Als Kekskünstlerin plant man immer schon gefühlt 3 Monate im Voraus. Das heißt, ich kann mir jetzt schon überlegen, welche Motive ich an Valentinstag produzieren will. Wobei ich mir nicht 100% sicher bin, ob Gamer meine richtige Zielgruppe sind, aber ich werde immer wieder aufs Neue überrascht. Das hier ist das Endergebnis. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Ich finde, es ist ein richtig süßer und vor allem schnell umgesetzter Keks. I like.